Wir waren zu Gast im Gradona Mountain Resort Hotel in Karls am Großglockner und möchten dir aufzeigen, was uns so alles begeistert hat daran. Hallo. Also, wir sind gerade beim Rübergehen. Wir wohnen in irgendeinem High-Class-Chalet. Hier ist irgendein Pool draußen. Siehst du das? Der dampft schon. Krass. Ich habe kein Bikini dabei. Habt ihr Bikinis dabei? Ja, da habe ich noch gerade gedacht. Ja, Unterhose. Oh Mann. Ich habe gar nicht an sowas wie ein Bikini gedacht. Schau mal, diese Korkdinger, an sowas brauchen wir für unseren Balkon. Vielleicht kann ich mir einen aufs Auto binden. Also für den Garten natürlich. So. Wahrscheinlich das da. So, jetzt sind wir schon drin, Vicky und ich. Das hier ist quasi so der Vorraum mit Küche. Da ist die Vicky. Und hier wäre sogar ein Ofen und sowas. Also schon ganz cool. Ja. Also hier noch so ein Raum. Es ist riesig alles. Aber gleichzeitig ist es halt doof, weil wir, es hat zwar jeder sein eigenes Zimmer, aber wir teilen dann quasi die ganzen Stuben nochmal mit einem anderen auf jeden Fall, vielleicht auch mit mehreren. Da sind wir noch gar nicht so sicher. Und da ist dann quasi so jeweils die einzelnen Schlafzimmer und jeweils Bad und Klo. Ja, jetzt muss ich ja mal zu Krokine schauen. Kleine Aufnahme vom Frühstück. Das Buffet ist so groß, der Cappuccino leider nicht, aber das Buffet ist wirklich so groß, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen und aufhören soll. Ich zeig's dir nachher mal, nie so ein Buffet gesehen. Das ist jetzt mal das Buffet in komplett. Also hier gibt's abartig viel Zeug, sogar so Schaumrollen. Und da eben alles in warm. Was ist denn das? Heumilchbutter, frisch. Heumilchbutter. Geil, da haben sie hinten eine Milch drin, oder? Richtige Milch und dann tust du es. Das habe ich noch gar nie gesehen. Vor allem da vorne steht sogar, hier gibt es Porridge. Ja. Jetzt ist die Vicky verloren gegangen. Ja. Milchreis. Ganz viel Müsli-Zeugs. Und hier kann man sich selber einen Saft pressen. Das werde ich jetzt, glaube ich, mal testen. Und da vorne gibt es dann zig Brotsorten. Wie süß das Hotel wäre, da ist ein extra Kinderbereich zum Frühstücken mit. Voll süß. Und ansonsten ist es einfach nur riesig. Das ist jetzt nochmal bei Tageslicht. Das ist aus dieser Stube raus, die wir da haben. Und das sind dann jeweils diese Chalets. Davon haben wir quasi eins. Da kommt gerade ein Nachzügler. Oh weia. Und im Wetter haben wir echt ein bisschen Glück, weil eigentlich ist es viel schlechter angesagt. Genau, da sind eben jeweils die Chalets. So schaut das aus. Sind auch so Art Bunkerhäuser in Betonbauweise. Also echt cool. Wieder reinkommt dieser Ofen. Und da hinten die Küche. Da oben ist dann gleich der Pool. Ich habe ja nicht mein Bikini dabei. Nicht dran gedacht, aber hier wäre dann gleich der Pool quasi. Und da drüben waren wir jetzt gerade beim Frühstück, wo das Licht brennt im ersten Stock. Da. Und hier ist dann eben das Bad. Das teile ich mit Martin und Vicky. Und drüben die anderen haben ein eigenes. Und das ist denen ihr Zimmer. Und hier ist dann das Klo. Und das ist mein Zimmer mit Krokine. Sag hallo, Krokine. Hallo, ich bin nicht mehr in Windeln. Ich bin schon ausgewachsen jetzt wieder. Jetzt sind wir bei Mühe. Ja, und da habe ich dann Aussicht auch ein bisschen.